Hallo, ist der Maximilian von Pole Immobilien und in dem Video geht es darum, warum die meisten Immobilienmakler scheitern und wie sie ohne große Änderungen dafür sorgen können, dass das ihnen nicht passiert. Und in den letzten Jahren haben wir mit mehreren hunderten Maklern zusammengearbeitet und einfach festgestellt in der Zusammenarbeit, in der intensiven Zusammenarbeit, dass es eigentlich bloß zwei Punkte gibt, die darüber entscheiden, ob ein Immobilienmakler langfristig erfolgreich wird oder ob er scheitert. Und das sind eigentlich nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist Anfragen generieren. Also bekommt der Immobilienmakler das hin, über einen langen Zeitraum konstant in seiner Region die Anfragen oder Anfragen von Eigentümern zu generieren, die Haus, Wohnung, Grundstück verkaufen möchten. Also bekommt er das hin. Und der zweite Punkt ist Vertrieb. Das heißt, schafft er das durch gezieltes Follow-up, diese Kontakte nachzufassen und schlussendlich dann zu einem Auftrag zu machen. Und wenn diese zwei Sachen gewährleistet sind, dann wird der Immobilienmakler langfristig erfolgreich. Und wenn nicht, führt es dann zwangsläufig dazu, dass der Immobilienmakler scheitert. Ja, ich würde jetzt mal gerne mit Ihnen auf beide Themen eingehen. Vielleicht erstmal auf das ungeliebte Thema, und zwar Vertrieb. Die meisten Makler, sage ich mal, fühlen sie sich nicht angesprochen am besten, sagen ja, ich bin sehr gut im Vertrieb, ich kann alles schon. Wissen dann aber nicht, was sie sagen sollen, wenn der Kunde sagt, eigentlich will ich meine Immobilie jetzt gar nicht verkaufen oder auch nicht mit Ihnen oder ich habe da noch was, ich überlege mir das nochmal, ich schlafe mir nochmal eine Nacht drüber. Da antworten die meisten Makler okay. Und wissen dann, oder innerlich werden sie dann schon komplett nervös und wissen gar nicht, was sie dann eigentlich sagen sollen und sagen dann einfach ihr notgedrungen, ja okay, dann schlafen sie halt eine Nacht drüber. So, oder ja okay, wenn sie es nicht verkaufen wollen, warum melden sie sich dann überhaupt so ungefähr? Und sowas kann man eigentlich sehr gut handeln, wenn man das regelmäßig übt und da Energie reinsteckt. Allerdings weiß ich auch, dass es sehr ungeliebt ist von den meisten Kunden, von uns, die wir haben. Viele machen auch sehr gern Vertrieb. Aber generell von Maklern höre ich es viel. Man kann das aber bis zu einem gewissen Punkt ausklammern, den Vertrieb. Also heißt praktisch, dass sie eben nicht sagen müssen, hey, XYZ, verkauf dein Haus doch mit mir oder sonst irgendwas, sondern wie sie es schaffen, trotzdem ganz entspannt ihr Maklergeschäft zu betreiben. Und das geht mit dem Thema 1 einher, also mit dem Thema Objekte, wie sie mehr mit den Objekten, die sie halt im Bestand haben. Denn wenn sie da, nehmen wir mal an, sie sind der allerschlechteste Vertriebler überhaupt. Sie können eigentlich nur Bestellungen entgegennehmen, haben gar keinen Charme oder sonst irgendwas. Dann würden sie trotzdem Umsatz machen, wenn jemand zu ihnen kommt und einfach nur sagt, ja, ich möchte meine Immobilie mit ihnen verkaufen. Das würde trotzdem funktionieren. Vielleicht nicht so gut, wie es funktionieren könnte, aber es würde funktionieren. Und diesen Hebel, den vernachlässigen die meisten Immobilienmakler. Denn viele Makler probieren dann Kaltakquise zu machen, obwohl sie eigentlich gar keine Lust haben auf Kaltakquise oder auch schon selber sich nicht gut fühlen bei der Kaltakquise. Und wissen aber nicht, wie es sonst geht, sag ich mal. Probieren es dann, indem sie dann Anfragen kaufen bei irgendwelchen Portalen und sowas und merken dann, hey, die sind auch nicht so happy, sag ich mal, wenn die angerufen werden. Aber was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist das, was wir die ganze Zeit auf unserem YouTube-Kanal hier predigen, und ich hoffe, ich kann Sie jetzt davon überzeugen, dass es eine Lösung auch sein kann für Sie, dass Sie nur noch Anfragen generieren von Menschen, die wirklich mit Ihnen Ihr Objekt verkaufen möchten. Denn stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen einmal die Woche einen Kunden, der sagt, ich möchte nur mit Ihnen jetzt mein Objekt verkaufen. So. Haben sie 4 Objekte im Monat im Bestand, die sie einfach ganz easy eben an den Mann bringen können. Und genau das ist das, was wir bei Pole Immobilien liefern, was wir ganz breit auf unserem YouTube-Kanal noch zeigen. Und wenn Sie daran Interesse haben, bevor ich jetzt hier probiere, das innerhalb in 20, 30 Minuten zu erklären, tun Sie sich einen Gefallen. Das ist ja unverbindlich. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung hier oder wenn Sie es als Werbeanzeige irgendwo sehen, irgendwo auf den Link hier oben oder unten. Und tragen Sie für ein Beratungsgespräch bei uns ein, das ist kostenlos. In der wird ein Experte sich mit Ihnen Ihre Situation ansehen, Ihren Standort ansehen und genau analysieren, was denn für Sie überhaupt möglich sein kann. Und Ihnen dann auch einen Weg aufzeigen, wie und ob
man es hinbekommt. Kann auch sein, dass ab und zu natürlich mal nicht klappen kann. Dann werden wir das Ihnen auch sagen. Und lassen Sie sich da einfach mal ganz, ganz genau erklären, wie man das als Makler machen kann, weil dann können Sie das Thema eben Vertrieb vielleicht ein bisschen ausklammern. Dann müssen Sie sich nicht mehr dazu zwingen, dann nur noch Kaltakquise zu machen oder unbedingt im Vertrieb besser zu werden. So, das sehe ich genauso. Und ja, wie es der Florian schon gesagt hat, Sie können sich einfach unter dem Video oder irgendwo, wo Sie das Video sehen, für eine kostenlose Beratung eintragen und dann hören und sehen wir uns vielleicht bald auch schon persönlich. Alles Liebe. Ciao.